Ja, Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zurück hier auf meinem Kanal und zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute schauen wir uns wieder, wie man unschwer erkennen kann, etwas aus der Gülletechnik an. Und zwar ein wunderschönes Güllefass-Set, das eben verzinkt ist mit verschiedenen Herstelleraufschriften, wie man auch schon sehen kann hier auf den zwei Beispielen. Aber ich würde sagen, wir fangen einmal ganz zum Anfang im Shop an. Im Shop ist das Ganze natürlich unter Werkzeuge zu finden und dann unter Güllefässer, das ist natürlich ganz klar. Dann gehen wir ganz nach hinten wieder, dann haben wir das Güllefass verzinkt, 9000 Liter. Es gehen ganz genau 9230 Liter drinnen, aber die Typisierung vom Güllefass ist eben mit 9000 Litern. Und man sieht dann schon, wir haben hier schon schöne Daten, also das ist alles perfekt eingetragen. Wir haben eben, wie ich erwähnt habe, ein Fassungsvermögen von 9230 Litern. Wir haben dann einen Leistungsbedarf von 85 PS und eine Arbeitsbreite von 14,8 Meter. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Wurde auch in der Mod-Beschreibung geschrieben, dass das sehr, sehr viel ist. Natürlich ist vielleicht nicht ganz realistisch, aber das passt im Großen und Ganzen so. Man will ja auch fertig werden. Und dann haben wir eine Höchstgeschwindigkeit von 13 km/h oder besser gesagt eben eine Arbeitsgeschwindigkeit. Das Ganze ist auf FBM Modding zum Download verfügbar. Download-Link natürlich kommt in meine Videobeschreibung und das Ganze ist natürlich nur für PC geeignet, also nichts für die Konsole. So, man sieht schon, wir haben hier verschiedene Sachen. Die Hauptfarbe können wir wählen. Einmal natürlich verzinkt neu und einmal verzinkt alt. Das wird dann ein bisschen heller und glänzt nicht mehr so stark. Also das kann man sich dann entscheiden, ob man schon ein gebrauchtes Fass kaufen will. Oder natürlich ein neues Fass kaufen will. So, bei der Designfarbe haben wir die verschiedenen Hersteller, wie man hier sieht. Also wir können hier unten dann das Design, eben die Aufschriften, die verschiedenen wählen, wie man sehen kann. Und dazu passend eben, wenn ich jetzt ja Fuchs wähle beispielsweise, dann kann man auch hier vorne in der passenden Farbe eben das Design eben hier, diesen Anbaubock kann man eben auch in dieser Farbe dann in der markenspezifischen Farbe kann man das Ganze dann wählen. Also das ist eine schöne Sache, man sieht, also das sind alle da, die man hier eben dann noch haben möchte. Also das kann man auch hier dazu passend natürlich in neu und alt, also dass das Vorderteil auch verzinkt ist, das kann man dann eben wählen, wie man das eben gerne haben möchte, wie einem das eben gefällt und der Hersteller natürlich kann man ebenfalls wählen. So, wir haben bei den Reifenhersteller dann einmal Lissa, das eben die Standardwerksbereifung 1 ist, dann haben wir noch eine Werksbereifung 2, das sind so Art, ja, sehen aus wie die Nokian-Bereifung eben, ist eine Straßenbereifung, dann haben wir noch eine Schlepperbereifung, also eine mit gröberem Profil in einem steileren Gelände vielleicht zu empfehlen. Dann haben wir noch die normale Grünlandpflegebereifung und dann wieder die Werksbereifung. Dann schauen wir weiter. Trelleborg haben wir ebenfalls natürlich mit dabei beim Reifenhersteller. Einmal ein Standardrad, dann haben wir einen Breitreifen, eben der ist etwas größer und etwas breiter natürlich, um natürlich den Bodendruck optimal aufs Feld zu bringen. Und dann haben wir noch einen neuen Reifenhersteller BKD. Der hier dazugekommen ist, da haben wir einmal BKD 630 Standard ist dieses Rad und dann haben wir noch BKT 693 Standard eben. Das sind die zwei Räder, die hier noch mit dabei sind, also mit etwas, ja, mit etwas mehr Profil und hier noch mit sehr, sehr glattem Profil, muss man sich dann eben den Einsatzort anschauen und dann kann man den Reifen natürlich dazu wählen. So, schauen wir ganz kurz bei der Verteiltechnik. Da wird auf Prallköpfe gesetzt. Einmal haben wir eben hier einen Prallteller und dann haben wir eben, wenn man die Prallkopfverteiler Ausführung 1 wählt und die Ausführung 2 ist eben dann ein Schwanenhals, der hier dann zur Ausbringung genutzt werden kann. Man sieht 3D-Shop. Funktioniert einwandfrei. Wir haben hier sogar dynamische Schläuche natürlich mit dabei. Wir haben die ganze Beleuchtung mit dabei. Aber das schauen wir uns jetzt einmal hier etwas genauer an. Gehen wir einmal kurz rundherum um das Fass. Man sieht schon eben dynamische Schläuche hier hängen hier schon runter. Also die ganzen Bremsleitungen, Licht haben wir hier einerseits und dann haben wir hier noch Hydraulik natürlich hinten für den hydraulischen Schieber natürlich, dass wir den öffnen können. Und dann haben wir noch eine schöne Walterscheid. Zapfwelle natürlich, die man hier dann auch noch ankoppeln kann.
oder die angekoppelt wird, besser gesagt. Und wir haben hier eben in zwei Ausführungen einmal dieses Bauerfass, das eben in einer neuen Ausführung ist, also in diesem verzinkten Neu. Und das Kaweco hier drüben sieht man klar den Unterschied. Hier ist eben dieses alte Design, sage ich jetzt einmal, angewandt worden. Also dass es nicht mehr ein neues Fass ist, sondern schon ein etwas älteres. Bei den Reifen habe ich hier auch verschiedene Reifen. Also hier habe ich einmal Trelleborg mit drauf. Auch hier die Reifen, das passt alles. Das kann man sehr, sehr gut lesen. Sogar die Schrauben hier sieht man bei den Felgen, wie sie eben auf der Radnabe angeschraubt sind. Auch hinten, das passt alles, die ganzen Schieber, das ist alles detailmäßig sehr, sehr gut umgesetzt. Also im Großen und Ganzen darf man da nicht meckern. Ich habe hier eben einmal den Prallteller angebracht und einmal hier eben den Schwanenhals, den man hier dann noch nutzen kann. Auch hier wieder schöne Räder hier. Was haben wir hier noch drauf? Ja, hier haben wir Michelin-Reifen drauf. Also das sind eben, ich glaube, das müssten die BKD-Reifen sein, die ich hier drauf gemacht habe. Ja, passt eigentlich alles recht gut. Also auch die Aufkleber, die Aufschriften, da verwackelt nichts. Das passt alles, das klebt sauber drauf. Auch hier die Baueraufschrift. Das funktioniert alles einwandfrei. Sogar ein Saugschlauch ist hier noch angebracht. Ist auf jeden Fall noch ein schönes Detail. Kann man natürlich noch nicht verwenden. Wird aber im LS19 auch sicher wieder möglich sein, dass man eben diese dynamischen Schläuche, sage ich jetzt einmal, eben dann runternehmen kann, ankoppeln kann hier. Also das wird vermutlich sicher noch kommen. Aber wir schauen uns das Ganze mal bei der Beleuchtung etwas durch, wie das Ganze sich hier verhält, ob das sauber angekoppelt wird. Wir fahren ran, sehen schon, es wird dann sauber angekoppelt, also die ganzen Bremsleitungen werden angeschlossen. Dann wird natürlich die Hydraulik angeschlossen und natürlich das Licht wird ebenfalls, das Stromkabel wird ebenfalls angekoppelt. Auch die Zapfwelle wird sauber angekoppelt, wenn wir auf Stützrad achten. Das dreht sogar hoch, also da geht oben sogar die Kurbel mit. Das passt auch alles sehr, sehr gut. Wenn wir ein Stück nach vorne fahren, sehen wir, Bremslicht ist verbaut. Blinker sind verbaut, also das funktioniert alles einwandfrei. Auch hier die Keile, die Unterlegkeile werden hier sauber raufgetan in die dafür vorgesehene Halterung. Also auch das kann man nicht meckern, das funktioniert alles. Und auch hier Standlicht eben ist hier alles mit am Start mit verbaut. Also das funktioniert schon alles recht gut. Ja, im Großen und Ganzen gibt es eigentlich da nicht mehr zu sagen zu diesem Güllefass-Set hier, das hier uns angeboten wird. Sehr, sehr schönes Set übrigens, also da darf man auf gar keinen Fall meckern. Wir schauen auch noch kurz in die Lok. Die Lok, wie man sieht, ist sauber, also von dem her steht diesem Mod eigentlich nichts im Wege. Wenn man sagt, ich brauche ein kleineres Güllefass mit 9000 Litern für die kleinere bis mittlere Landwirtschaft, ist das sicher sehr, sehr gut geeignet. Natürlich, um den Dünger auszubringen auf die Felder, dann ist man mit diesem Set auf jeden Fall gut bedient, also da kommt man voll auf seine Kosten, wenn man hier wirklich verschiedene Hersteller auch wählen will, verschiedene Reifenhersteller eben auch wählen will, also von dem her passt das wirklich alles sehr, sehr gut. In meiner Bewertung bekommt dieses Güllefass-Set auf jeden Fall 5 von 5 Sternen, also das ist es ganz klar wert. Es funktioniert alles, die Textur passt, also im Großen und Ganzen eben, wie ich schon erwähnt habe, klare Download-Empfehlung von mir. Das ist natürlich ganz klar. Wenn dir natürlich mein Video gefallen hat, würde ich mich auch über eine positive Bewertung von dir freuen oder natürlich über einen Kommentar, wie dir das Ganze hier gefallen hat oder wie dir generell eben meine Mod- und Map-Vorstellungen gefallen. Wenn du mich natürlich noch nicht abonniert hast, auf jeden Fall bitte abonnieren. Hier bleibst du rund um den LS19 am Laufenden. Also hoffentlich bis demnächst. Ciao.